Gut, ich weiß nicht, passt hier ein Auto rein? Nehmen wir lieber ein Moped. Getuntes Moped. Ja, yeah, Turok. Turok ist cool, der fährt getunte Mopeds. So, gingst du da noch lang? Gingst du noch irgendwo lang, oder? Naja, so 10, 20 Möglichkeiten. Was? Seit wann ist da noch ein Teleporter und warum? Und überhaupt, wieso, hä? Hier geht's noch weiter. Jetzt. Hä? Ich hab eben ein Geräusch gehört. Ach so, okay. Das ergibt natürlich Sinn. Aber wieso ist da noch ein Teleporter? Ach so, von dem bin ich vermutlich gekommen, ne? Ja, richtig, ich bin dann hier so rumgelaufen und rum und. Ich nehme an, das kann ich immer noch nicht öffnen, oder? Doch, kann ich. Warum habe ich das noch nicht geöffnet? Okay. Ich darf nur nicht stehen bleiben, dann ist alles gut. Wieso funktioniert hier überhaupt noch so viel? Ich habe doch alles in die Luft gejagt. Soll doch alles kaputt sein. Das Ding wirkt mir auch leicht betrunken. Ja, es ist einfach mal weg. Aber ich mag Turoks Finger, die sind irgendwie so kantig. Das liegt natürlich nicht daran, dass das Spiel schon ziemlich alt ist. Warum sollte... Moment, spawnt die Munition? Nö. Ich habe hier ein Messer, das ich rumwerfen kann und die Encoding-Zeit erhöhen, weil mehr Bewegung auf dem Bild ist. Toll, nicht? Soll hier viel mehr spielen, Messern zu werfen. Messer vor allem. Haha, jetzt. Verdammt. Ich werde dieses Messer nicht mehr los. Lass bitte in Ruhe. Ein leerer Raum. Toll. Ist doch schon mal etwas, ne? Besser als ein... gar kein Raum, ne? Da geht's wieder diese ganzen Springereien, oder? Ist doch das, wo jetzt hier diese Springerei losgeht, oder? Nö? Nö. Ja, wie kannst du wieder in den Tod springen? Ach doch, da unten ist eine Plattform. Ich weiß aber nicht, ob ich da schon lang wäre. Gute Frage, nächste Frage. Wieso liegt hier noch eine Kanone rum? Wieso kann ich nicht zwei davon tragen? Das fehlt in Turok noch, dass man zwei Waffen zur gleichen Zeit tragen kann. Nutzlose Munition. Ist es nicht toll? Frame-Einbruch. Teleporter. Will ich den nehmen, ist jetzt die Frage. Wo führt der mich hin? Nach drei. Nee, ich bleibe erstmal in zwei. Glaube ich. Dann will ich erstmal da runterspringen und sterben. Weil irgendwo runterzuspringen und sterben ist so ein Hobby von mir. Mache ich auch privat, also außerhalb von Spielen mal ganz gerne. Such doch einfach ein schönes Hochhaus und springt mal runter und sterbt dabei. Jedes Mal wieder lustig. Warum auch immer der manchmal überlebt und manchmal einfach zerfetzt wird. So, jetzt bin ich hier unten, jetzt kann ich hier noch weiter runter. Toll. Jetzt bin ich noch weiter unten und kann noch weiter runter. Hey.
Tolle Sache, ne? Jetzt bin ich noch weiter unten und kann sterben. Ich kann natürlich auch einfach mit den Typen niedermähen. Weil ich so gut bin. Und so toll und so. Einen gigantischen Penis habe. So, kann ich jetzt... Hier war nichts mehr. Hier geht's nur noch endlos tief. Das endlos tiefe Loch in einem endlich tiefen Raumschiff. Ergibt Sinn. Nein. Nein. Hoch. Hoch. Yeah, jetzt geht's richtig hoch. Dann geht's hier weiter. Es ist doch... What the fuck? Was zur Hölle? Ich mach das Spiel kaputt. Darauf trinke ich jetzt erstmal einen ordentlichen Schluck Wodka. Nein, ist bloß Wasser. Sieht aber aus wie Wodka. Schmeckt auch so. Aber richtige Wodka hat mehr als 40%, von daher Wasser. Hier war ich auch schon mal. Ich bin gleich tot, sehe ich. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Ach was. Aufpassen jetzt. Es ist viel zu spät, um aufzupassen. Viel zu spät. So, gucken wir, was hier noch so ist. Nichts. Die Tür, nichts. Jetzt bin ich wahrscheinlich gleich tot. Ein Schalter, den ich schon gedrückt habe. In grün. Noch ein Schalter, den ich schon gedrückt habe. Ah, ich drücke gerne Schalter. Ich habe ja keine Menschen, die ich drücken kann. Das ist so deprimierend. Oh, ein Schratter. Sag ich doch. Wiederhole nicht ständig meine Worte. Frei. Ach, jetzt weiß ich nicht, was da oben... Ja, ist gut. Jetzt lade ich gleich wieder. Ich glaube, ich habe da ungünstig gespeichert. Kann das sein? So ein bisschen. So ein kleines bisschen, aber nur. So, wo bin ich da jetzt lang gelaufen? Ich glaube, da. Ich glaube es zumindest. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich falle heute gerne durch Plattformen durch, habe ich das Gefühl. Ich wollte gerade sagen, ist der Schredder weg, aber der kommt ja erst da. Wir können ja nochmal speichern ein paar Mal. Kostet ja nichts. Ist ja nicht wie in GTA 2, wo man Geld für Speichern zahlen muss. Leckt mich doch. Ach, Leben. Viel zu wenig. Was zur Hölle? Oh, Schnauze jetzt. Jetzt bauen die irgendwie random auf dem Weg oder was? Ja. So schön, dass wir darüber geredet haben. Laden wir bei der Gelegenheit mal den wieder. Und der andere Scheiß ist nie passiert. Hallo? Im Speichermenü scheint meine Escape-Taste nicht zu reagieren, wenn ich gerade den Spielstand auswähle. Interessant. Hallo? Ich bin's. Wo haben wir denn den Bohrer?
Willst du den nicht mal anvisieren? Mist, Viecher, elendige. Vor allem hier laufen noch so ewig viel immer noch rum. Das blinkt nur, geht aber nicht kaputt. Hoffe ich mal. Nein, dann würde es die Karte anzeigen. Hoffe ich mal. Das ist ein Irrtum. Nö. Hier scheint erstmal nichts mehr zu sein. Aber das heißt ja nichts. Alles wird gut, alles wird gut. Alles wird ganz toll und schön und bunt und mit lustiger Karamell-Nuss-Nougat-Füllung. Lecker. Ich wünschte, Menschen werden damit gefüllt. Dann würden sie viel besser schmecken, wenn ich sie esse. Viel besser. Kurzer Abschnitt. So wie die Abzweigung, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe das Gefühl, ich laufe irgendwie beim ersten Mal jetzt gleich wieder vorbei. Schnauze jetzt so, jetzt kann ich da lang gehen oder auf die Plattform springen. Ach, diese Krakenviecher schon. Krakenviecher. So, hier war mal ein Schlüssel und ein Schalter. Hm. Walter, der Schlüsselschalter. So geht's da lang. Wir laufen einfach weiter. Okay, hier geht's schon wieder weiter. Dann bin ich hier falsch. Hä? Ja, im Fallen springen. So funktioniert Physik. Weiß doch jeder. So, dass die Anziehungskraft existiert nur in eurer Fantasie. Ihr fallt nur, weil ihr es wollt. Wenn ihr es nicht wollt, dann fallt ihr auch nicht mehr. Schau, was haben wir hier noch so alles? Wir haben einmal so einen Durchgang. Was haben wir da im Angebot? Nichts. Ich liebe dich, Spiel. Ich liebe dich. Nicht. Schön finde ich auch, dass der Eingang dann einfach verschwindet. Weil, warum denn nicht so? Wo spawnt denn hier die Munition? Ach, da. Oh, er fängt sogar mit Blau an, wie gnädig. Ich bin hier auf der falschen Seite, habe ich das Gefühl. Zwei Boris. Zweimal den Boris. Das ist das falsche Spiel. Jawohl, hier ist bei uns auch was und hier müsste ich auch auf der richtigen Seite sein. Ja, sieht gut aus. Freimeinbruch, warum auch immer. Die Vespa ist fast leer, da dürfte nichts einbrechen. Es ist zum Erbrechen. Ich bin heute zu guter Stimmung, der Wahnsinn. Ich bin ein Fass voller Lachen. Nur ohne Lachen und ohne Fass. Oh, ich mag dieses Geräusch. Wie sieht's denn aus mit Munition? Warum immer das dann plötzlich wieder herkommt? Hallo? Hm,
Turok spielt Frisbee mit seinem Sohn. Was ist denn das hier? Fang mein Sohn! Wie, ich warte davon noch Munition oder nicht? Ist sie schon voll? Oh, deswegen kriege ich gar keine Munition mehr auf der anderen Seite. Das erklärt einiges. Ich finde auch dieses tolle 3D-Funnel Gitter toll. Das ist toll. Und gittrig. Und vor allem dreidimensional. Also fast schon so ein bisschen, ne? Oh mein Gott, das Licht blendet mich! Nein, so ein Spiel ist Turok nicht. Also da links. Arschloch. Also da links, da gelängst. Da längste ein. Vielleicht soll ich doch langsam mal eine Komplettlösung bemühen, die mir dann sagt, wo diese Scheiße ist. Nein. Dann erreiche ich nie die 100 Stunden mit Turok 2. Aufwärts, aufwärts. Es geht aufwärts. Vielleicht geht es auch abwärts. Schwierig zu sagen. Ja, das Vorteil zerrissen. Warum dreht sich das? Kann ich das kaputt machen? Hm, nö. Nichts kann mir zerstören. Schlecht. Ich muss mal ein Spiel zerstören, wo man alles spielen kann. Genau. So und nicht anders. Hä? Hä? What the fuck? Toll. Ganz toll. Wir können fast schon sagen, super toll. Toll zum Quadrat. Dann wieder zurück? Nein. Wo sind die jetzt hin? Jetzt habe ich schon wieder alles aufgedeckt. Das ist natürlich schon wieder ganz schlecht. Hier runter, raus. Und da rein. Glaube ich. Ja, hier habe ich noch nichts aufgedeckt. Hier bin ich richtig. Nehme ich jetzt einfach mal an. Also es geht hier längs, hier geht's längs und da hinten nicht längs. Manchmal geht's auch quer. Moment, bin ich hier richtig? Ja, High five. Ich konstruiere schon wieder ganz schlechte Wortwitze. Toll, ich bin so motiviert. Man hört es mir gleich an. Ich bin immer motiviert. Gerade jetzt. Gerade in diesem Moment bin ich unglaublich motiviert. Und tschüss. Da konnte ich, glaube ich, nicht drüber springen. Nein. Aber da drin war ich auch noch nicht. Hier ist wieder ein Schalter. Und hier ist noch so ein... Ich habe den Schildgenerator zerstört. Geh aus. Vielleicht kann ich das Ding kaputt schmeißen. Sehr erfolgreich. Vielleicht kann ich drüber springen. Vielleicht kann ich mein Messer dagegen werfen. Also das mit dem Messer dagegen werfen funktioniert schon mal sehr gut, muss ich schon sagen. Da kann ich nicht meckern. Nein. 19 Stunden überschreiten wir schon. Eieiei. Ein kurzes Let's Play. Muss man schon sagen. Also bisher ist es noch kurz. Alles, was unter 100 Folgen hat und unter 100 Stunden dauert, ist kurz bei mir inzwischen. Siehe Siedler 1. Nein. Spellforce ist auch so ein etwas längerer Kandidat. Hey, hier war doch eben noch irgendwo eine Plattform. Ach, da. Halt dich doch fest. Mensch, hätte mich doch einfach festhalten können an der Plattform. Bitte aufwärts.
Aber wenn da noch ein Schild ist, muss dann irgendwo ein Schildgenerator sein. Das heißt, ich habe noch irgendwas nicht gemacht. Toll. Abwärts. Gehen wir erstmal da lang. Aufwärts. Laufen. 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 Oh mein Gott, links habe ich wie so. Tja. Jetzt bist du leider tot. Was ist das denn? Was war hier? Kann ich das kaputt schmeißen? Ich will heute irgendwas kaputt schmeißen, ja. Man merkt's, glaube ich.